Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er's machen? Warum? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Na, du, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? 50 Millionen. Und Kükenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime. Destroy. Eliminated. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord, Totschlag und Kinderschändung. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. 50 Millionen. Gezielte Mordanschläge, weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Hm, machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kükenschreddern. Das ist ein populistische Scheiße. Direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du? 50 Millionen. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. 50 Millionen. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. 50 Millionen. Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Erfahrung top. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, kenne ich, sage auch die Namen. Ich bin immer verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das finde ich war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. 50 Millionen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen?
die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 50 Millionen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA, kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Auch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Trucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. 50 Millionen. Um kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Trucker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Aber keine Mut an Worten! Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen. 50 Millionen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk. Kanal 9 sind die Trucker immer. Okay. Zu dieser Zwangshinrichtung aller Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren, bei Nebel und bei Regen, auf der Autobahn. 50 Millionen. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwild werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann fahren alle mal auf den Chat! 50 Millionen. Fünfzig Millionen. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Gerommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne? Dann nehmt einen Schluck aus eurer Kanne.